Diese Freunde und Partner und sogenannten Laien gehören zu dieser selben Bewegung, zu dieser selben Idee, weil sie getauft sind, weil sie gefirmt sind. Das ist die Grundlage. Und die leben diese Grundlage eben in einem anderen Lebenskontext als meinetwegen ein Ordensmann, der in einer Gemeinschaft lebt mit Gelübden. Sie tun das, die Freundes- und Partnerkreise tun das innerhalb der Familie, innerhalb ihrer Berufswelt, bei Aldi und in der U-Bahn und geben dort Zeugnis von ihrer Überzeugung. Und das ist dasselbe, was wir tun. Sie in einem anderen Lebenskontext als wir. Und wenn wir uns da gegenseitig austauschen, bereichern wir uns gegenseitig, profitieren die und wir. Und dabei verschwimmen dann diese Grenzen auch, sodass ich das die und wir gar nicht mehr so aufrechterhalten möchte. Das ist eine Solidargemeinschaft, die wir aus denselben Quellen schöpfen, aus derselben Spiritualität und die wir weiterzugeben versuchen an Menschen, die es eigentlich auch brauchen. Also ich meine auch, dass da Nicht-Ordensleute, die also unsere Partner sind, dass die uns oft ein ganz neues Licht aufstecken. Einfach weil sie Outsiders sind, wo sie neue Ideen haben und ein Problem, ein Komplex mal aus einer anderen Richtung her beleuchten. Einmal, weil sie oft Spezialisten sind in vielen Themenbereichen, oder weil sie noch nicht so vorgeprägt sind und die langen Diskussionen, die wir jetzt schon jahrelang führen, noch gar nicht kennen. Also ganz neu hereinfallen, von außen frisches Blut, frische Gedanken, frische Ideen reinbringen. Ja. Auch der neue Generalsuperior Heinz Kuhlicke, der auch schon gleich vom ersten Tag an seiner Wahl auf dem Generalkapitel 2012 immer davon sprach, wir Missionare des göttlichen Wortes und unsere Partner und Freunde, diese Mission Partners, wie sie weltweit heißen, wir ziehen da am selben Strick. Der macht da kaum eine Unterscheidung, ist auch nicht nötig. Da kommt auch hinzu, dass er aus den Philippinen diese Erfahrung mitbrachte, mit sehr ernstzunehmenden und sehr engagierten und sehr verpflichteten missionarischen Christen, die nicht direkt zum Orden gehören. Diese Erfahrung brachte er mit. Und seit der Zeit ist auch im Orden selbst da ein anderes Bewusstsein schon entstanden. Und wir haben festgestellt, ja mein Gott, diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenleben, dieses Zusammensuchen, das gibt es in vielen anderen Ländern, wo die Steiler auch arbeiten. Gibt es längst, auch in anderen Orden. Also wir sind da endlich wach geworden und freuen uns über dieses Geschenk.